Also der Gewerbekongress ist ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht alle Jahre eine langweilige Delegiertenversammlung, sondern wir wollen einen Anlass, wo die Leute Freude haben, zu kommen. Der Kanton Solothurn ist ein Industriekanton, aber das Gewerbe und KMU-Betriebe sind ganz wichtige Wirtschaftsfaktoren in unserem Kanton. Sie stellen 2/3 von allen Arbeitsplätzen und bilden etwa 70% der Lehrlinge aus in unserem Kanton. Nach all dem, was wir schon gehört haben, möchte ich Tage sehen, wo sie das Gewerbe sind, keine Wirtschaftskraft. Die Stärken des Gewerbes im Kanton Solothurn basieren auf verschiedenen Pfeilern. Die zwei wichtigsten sind die Qualität und die Innovation. Im Dorneck haben wir sehr viele grenznahe Betriebe und da spürt man den Wettbewerbsdruck vom Ausland, was eben die Stärke in Sachen Innovation befruchtet. Wir haben im heutigen Podiumsgespräch beleuchtet, was die Wirtschaftskraft Gewerbe ausmacht. Wir haben die Rahmenbedingungen diskutiert, aber wir haben auch beispielsweise diskutiert, wie man junge Leute motivieren kann, sich im Gewerbe zu betätigen. Für mich war das ein Anlass, der wirklich gut war. Viele Referate, viele Sachen, die ich das Gefühl hatte, nicht nur Floskeln waren, sondern wirklich das, was uns halt im Gewerbe beschäftigt, an dem, was wir arbeiten müssen und auch an das, was wir glauben müssen. Was mir gefallen hat, vor allem, ist einfach wieder einmal, dass halt ohne Gewerbe fast nichts läuft. Ich denke auch, ist ein wichtiger Impuls, den man gegenüber dem Nachwuchs wieder darlegt, dass es nicht unbedingt nur mit einem Studium geht für die Zukunft, sondern dass man eben wirklich auch eine Lehre ins Auge fassen darf, wo man ein gutes Auskommen hat. Es sind viele Leute gekommen, es war abwechslungsreich, wir haben gute Referate gehört und ich denke, das Ziel, also das Thema haben wir voll erreicht. Wir haben gesehen, das Gewerbe ist eine Wirtschaftskraft und ein Wirtschaftsfaktor. Und das ist an und für sich das, was wir zeigen wollen.